Ja, herzlich willkommen zum BPB-Salon im Rahmen von Leipzig Streamt. Wir wollen heute über ein noch recht frisch erschienenes Buch aus der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung sprechen: Die Einheit und die Folgen, eine Geschichte Deutschlands seit 1990, von Detlef Brunner und Günter Heidemann. Gemeinsam mit den Autoren sitze ich nun nicht in Leipzig, wie eigentlich geplant war, sondern wir senden hier aus dem Medienzentrum der Bundeszentrale, also aus der alten bundesrepublikanischen Hauptstadt Bonn. Ganz Corona-konform, natürlich ohne Publikum. Wir wollen dennoch so viel Interaktion und Partizipation ermöglichen, ja, wie es geht, und haben dafür einen Chat eingerichtet. Und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte über den Chat, und wir werden sie dann im Laufe der Diskussion aufgreifen. Nun stelle ich noch kurz die Teilnehmenden unserer Diskussionsrunde vor. Das sind zum einen Detlef Brunner. Er ist außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der deutsch-deutschen Zeitgeschichte und der Geschichte sozialer Bewegungen, insbesondere der Gewerkschaftsbewegung. Momentan ist er außerdem dabei, was jetzt für unser heutiges Thema auch besonders interessant ist, eine Forschungsstelle Transformationsgeschichte an der Universität Leipzig aufzubauen, die Herr Brunner leiten wird und die sich in Kürze offiziell konstituieren soll. Außerdem dabei ist Günter Heidemann. Er war lange Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Zeitgeschichte an der Universität Leipzig und zugleich Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der Technischen Universität Dresden. Er ist mittlerweile emeritiert, aber wie man sieht, weiterhin publizistisch aktiv. Und seine Forschungsinteressen sind sehr weit gefächert, mit Schwerpunkten auf der DDR-Geschichte und der vergleichenden Diktaturforschung. Außerdem ist uns aus Rostock digital zugeschaltet Anke John. Sie ist Professorin für Geschichtsdidaktik an der Universität Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Konzepte lokal- und regionalgeschichtlichen Lernens sowie Zeitgeschichte im Schulunterricht. Sie ist in mehreren Forschungsverbünden zur Erforschung und Vermittlung von DDR-Geschichte beteiligt. Unter anderem ist sie stellvertretende Sprecherin des Forschungsverbunds Diktaturerfahrung und Transformation, biografische Verarbeitung und gesellschaftliche Repräsentationen in Ostdeutschland seit den 1970er Jahren. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Diskussion. Zum Einstieg eine Frage an Sie beide, die Autoren des Buches. Herr Brunner, Herr Heidemann, 2019, 2020 waren ja große Jubiläumsdatum. Anlässlich 30 Jahre Mauerfall und deutsche Einheit hat ja, das Thema sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, und es gab auch zahlreiche Publikationen, die sich damit befasst haben und bestimmte Deutungen des Vereinigungsprozesses angeboten haben. Was hat Sie beide denn motiviert, noch ein Buch zu verfassen, das nochmal in aller Ausführlichkeit die Geschichte Deutschlands seit 1990 sich damit befasst? Und was würden Sie sagen, wie unterscheidet sich Ihre Diagnose auch von anderen Darstellungen? Vielleicht erstmal was zur Entstehung des Buches. Ich glaube, es war ursprünglich mal meine Idee, aber wir haben das sehr schnell dann zusammen als gemeinsames Projekt weiterentwickelt. Das Ganze hat so Anfang 2015, da haben wir sozusagen auch in gewisser Weise den Auftrag bekommen, hier von der Bundeszentrale aus dieses Werk zu verfassen. Und der Hintergrund von uns beiden ist wissenschaftlich auch ein bisschen, dass wir uns sehr früh mit eben auch der Transformationsgeschichte und der Transformationsproblematik auseinandergesetzt haben und uns von daher sozusagen auch schon kannten, und wir wussten, dass diese Interessen auf beiden Seiten vorhanden sind. Entscheidend ist, glaube ich, bei diesem Band, dass wir versucht haben, so etwas wie eine Comprehensive History zu schreiben. Das heißt also ein umfassendes Buch, das versucht sozusagen alle Entwicklungen, die passiert sind in diesen 30 Jahren, was ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, zusammenzufassen. Und da muss man sagen, da waren es also vor allem natürlich innen- und wirtschaftspolitisch zwei Punkte. Einerseits eben dieser doppelte Transformationsprozess, der politische Prozess, nämlich von einer sozialistischen Diktatur in eine
rechtsstaatliche, pluralistische Demokratie zu kommen. Andererseits ein sozialistisches Plan- und Verwaltungssystem in eine soziale Marktwirtschaft zu verwandeln. Plus dann die ganzen sozusagen Folgen, die sich darauf entwickelt haben. Das wird Kollege Brunner vielleicht nochmal stärker darstellen. Und wie gesagt, eben auch ein umfangreiches Kapitel zur Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist bei den bisherigen Darstellen entweder einzeln abgehandelt worden oder es ist sozusagen überhaupt nicht gemacht worden. Wir haben versucht, das alles zusammenzufassen, weil auch dieser Aspekt Außen- und Sicherheitspolitik eben mit der Wiedervereinigung stark zusammenhängt. Wenn ich das vielleicht ergänzen Gerne. Darf. Also zunächst, klar, 30 Jahre ist im historischen Zeitraum relativ kurz, aber es ist dennoch ein Zeitraum, der sich lohnt, wissenschaftlich zu betrachten. Also das ist ein wesentlicher Impuls gewesen. Eine sachliche und, wie Günter Heidemann schon sagte, möglichst breit gefächerte Perspektive zu entwickeln. Das ist auch im Unterschied zu den meisten Veröffentlichungen, die wir jetzt in jüngster Zeit gesehen haben. Und auch für mich ganz persönlich war ein wichtiges Motiv, auf einer sachlichen Basis einen Diskussionsbeitrag zu leisten über den Zustand unserer Gesellschaft im Verlauf dieser letzten 30 Jahre. Wie wir ja gerade auch in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist wieder eine sehr stark polarisierte, teilweise auch polemisch überzogene Debatte entstanden und dem etwas Sachliches, Nüchternes, eine Bestandsaufnahme entgegenzusetzen, das war ein wichtiger Anspruch. Okay. Ja, der Untertitel Ihres Buchs lautet ja eine Geschichte Deutschlands seit 1990. Ich selber bin im Jahr 1990 geboren, also thematisiert das Buch gewissermaßen die Geschichte des Landes, in dem ich aufgewachsen bin, seit meiner Geburt an. Meine bewusste Erinnerung und Zeitgenossenschaft fängt natürlich etwas später an und viele Dinge waren mir jetzt nicht so bekannt, die in dem Buch thematisiert werden. Was mich zum Beispiel überrascht war, ist direkt die Eingangsszene, die Sie schildern, die ja, sag ich mal, gängigen Bildern, Narrativen der deutschen Einheit oder des Wegs dorthin etwas zuwiderläuft. Und ja, da würde ich Sie mal bitten, ob Sie vielleicht diese Szene mal vorlesen und kommentieren könnten. Ja, das kann ich gerne tun. Ich muss ganz kurz mal eine Brille wechseln. Dann geht's gleich los. So, das ist so einführende Absätze zum ersten Kapitel. Das ist überschrieben "Eine Nation?" Fragezeichen. Und das wird also folgendermaßen eingeleitet. Am Abend des 10. November 1989, in der Nacht zuvor war die Mauer geöffnet worden, rief der regierende Bürgermeister von Berlin West, Walter Momper, SPD, auf einer Kundgebung am Westberliner Schöneberger Rathaus den seither viel zitierten Satz aus: Die Deutschen seien nun das glücklichste Volk der Welt. Die Veranstaltung schien dies allerdings nicht zu bestätigen. Sie endete in einem Desaster. Bundeskanzler Helmut Kohl wurde ausgepfiffen, eine musikalisch reichlich verunglückte Darbietung der Nationalhymne durch die führenden bundesrepublikanischen und Westberliner Politiker auf der Bühne geriet zur unfreiwilligen Kabarettnummer. Die Tageszeitung Taz presste die Melodie auf Schallplatte. Titel: Deutschlandlied Schöneberger Fassung. Ich schließe den nächsten Absatz noch an, weil der auch sehr aussagekräftig ist. Die Rede vom glücklichsten Volk stieß nicht nur auf das Missfallen des mehrheitlich jungen und linksorientierten Publikums auf dieser Kundgebung, sondern auch auf die Ablehnung westdeutscher Persönlichkeiten aus dem linksliberalen Lager. In dem im September 1990 abgeschlossenen Sammelband "Geteilte Ansichten über eine vereinigte Nation" schrieb der langjährige ARD-Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin und Washington Fritz Pleitgen
ich zitiere, das bloße Vorrücken der Bundesrepublik an die Oder-Neiße macht noch keine glückliche Nation. Noch vor der Grenzöffnung bekannte der Chefredakteur des Spiegels Erich Böhme am 30. Oktober 1989, dass er mit Blick auf die deutsche Geschichte nicht wiedervereinigt werden wolle. Lasst uns diesen Unfug der Wiedervereinigung vergessen. Zitat Ende. Wir haben dieses Buch mit dieser Sequenz beginnen lassen, nicht mit dem Ziel, die ja berechtigte und vollkommen nachvollziehbare Freude, insbesondere von Ostberlinern, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November über die Mauer geströmt sind, das in irgendeiner Art und Weise jetzt zu mindern. Also das ist ein epochales Ereignis und ist mit positiven Emotionen verbunden. Das steht völlig außer Zweifel. Das Interesse, das trotzdem so zu machen war, so einen kleinen Kontrapunkt zu setzen, weil die Freude nicht bei allen grenzenlos war. Mhm. Und weil es auch durchaus Skepsis gab in den politischen Parteien in der Bundesrepublik, mit Ausnahme der Union und der FDP, aber auch in der Bürgerbewegung der DDR war diese Frage der Vereinigung keineswegs etwas, was im Vordergrund stand. Im Vordergrund stand die Demokratisierung dieses Staates, in dem sie lebten, der DDR. Also um das so ein bisschen zurechtzurücken und nicht so eine reine Jubelgeschichte draus zu machen. Das war eigentlich das Motiv. Mhm. Ja. Okay, ja, es ist auf jeden Fall gelungen, das mit so einem gewissen Kontrapunkt oder Irritation einsetzen zu lassen, fand ich, wobei ich mich dann auch gefragt habe, ob inwiefern das quasi, das sind ja quasi Stimmen aus dem Westen, ob die quasi sich über die Perspektive vieler Menschen aus dem Osten auch hinwegsetzen durch dieses Urteil. Aber andererseits haben Sie ja schon gesagt, dass zumindest die oppositionellen Bewegungen durchaus auch nicht freudig zu einer baldigen Wiedervereinigung in dem auf die Weise, wie es dann passiert ist, insbesondere nach der Wahl im März dann zu kommen. Okay, zum anderen Thema, Herr Heidemann, Sie haben ein Kapitel zur Demografie im vereinten Deutschland verfasst, in dem Sie ausführlich über auch das Thema Migration sprechen. Nun war insbesondere die Bundesrepublik bereits lange vor der Vereinigung eine Einwanderungsgesellschaft, auch wenn es sehr lange gedauert hat, um das so zu benennen und auch erst nach der Einheit dann wirklich so benannt wurde. Die DDR war kulturell ethnisch deutlich homogener, aber es gab auch zahlreiche sogenannte Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen. Was bedeutete denn die deutsche Einheit in Bezug auf Deutschlands Status als Migrations- und Einwanderungsgesellschaft? Na, da gibt es viele Facetten. Also dieses Kapitel greift ja, obwohl es eigentlich das kürzeste mit ist, doch am weitesten in die Geschichte zurück, weil demografische Entwicklungen natürlich immer sozusagen länger sind, eine longue durée haben. Also das fängt mit 1944 an, mit den ersten Flüchtlingen aus dem Zweiten Weltkrieg, die etwa von Ostpreußen dann nach Mitteldeutschland oder Westdeutschland fliehen, setzt sich dann fort über die Ströme, dann, die dann wirklich kamen, der 12 bis 14 Millionen aus den deutschen Ostgebieten und woanders her. Dann Gastarbeiter etwa in den 50er, 60er Jahren. Dann die sogenannten Russlanddeutschen dann vor 1989 und danach. Also ich wollte damit auch nochmal, und wir wollten das nochmal aufzeigen, dass das berühmte Jahr 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise jetzt nicht unbedingt die totale Ausnahme war. Sondern Deutschland, muss man einfach mal sagen, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, ist das Land, in dem sozusagen Migrationswellen immer wieder aufgetreten sind. Aber natürlich spielte dann auch eine Rolle, dass dieses berühmte Jahr 2015-16 mit ungefähr 890.000 Zuwanderern, die alle allerdings Asylantrag gestellt haben, dass das natürlich auch ein wichtiges Element war, das sozusagen in diesen Kontext einzubinden. Und im Sinne dessen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich eine
Art umfassende Geschichte darzustellen, spielt es natürlich eine richtige Rolle, dass man zwar sagt, wovon redet man denn eigentlich jetzt? Ja? Sozial gesehen, aber auch strukturell gesehen. Nicht? Die Geschichte findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern hat mit Menschen zu tun. Und da hat es eine starke Entwicklung gegeben, gerade auf diesem Gebiet. Und deswegen haben wir dieses Kapitel da also ganz bewusst reingebracht, um eben auch die Folgen dessen, was 1990 passiert ist, mit aufzuzeigen. Denn es hat natürlich direkt danach, schon teilweise sehr viel eher als die tatsächliche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990, eine klare Binnenwanderung gegeben, mit einer Abwanderung von Ostdeutschen nach Westdeutschland, die eigentlich erst 2015 geendet ist. Seit 2015/16 haben wir jetzt eine Zuwanderung von Westdeutschen nach Ostdeutschland. Aber Ostdeutschland hat in der Beziehung sozusagen demografisch wirklich einen relativ hohen Blutzoll entrichtet, indem 2,6 Millionen von Ostdeutschland, also ehemalige DDR, nach Westdeutschland gegangen sind. Und das hat dann wieder natürlich demografisch ganz entscheidende Folgen, was etwa die Fertilität einer Bevölkerung angeht, weil es sind dann natürlich nicht die Alten, die gehen, sondern es war die Bevölkerung zwischen 18 und 35, die hauptsächlich gegangen ist. Und das führt dann beispielsweise dazu, dass in unserer ohnehin schon älternden Gesellschaft, also alt werdenden Gesellschaft, die sozusagen auch vom Geburtenaufkommen ja relativ im Schrumpfen ist, dass das sozusagen noch einmal in der ehemaligen DDR, beziehungsweise jetzt Ostdeutschland, noch einmal stärker ausgeprägt ist, sodass das in gewisser Weise eine Art, dass dieses Land eine Vorreiterrolle spielt. Und diese Defizite sind nicht auszugleichen. Also auf diese Problematik wollten wir hinweisen, plus natürlich auch die Reaktion von speziell auch Ostdeutschen auf die große Emigrantenwelle, die dann eben 2015/16 einsetzte und erst 2019 eigentlich sozusagen dann langsam ausgeklungen ist. Nicht ganz. Wir wissen gar nicht mal, wie das sozusagen weitergehen wird über das Mittelmeer, über die Ostzuwanderung. Und jetzt kommt ja ein ganz neues Phänomen noch dazu, wie das jetzt mit den Ukrainern wird. Da wird zwar davon ausgegangen, dass die meisten wieder davon zurückgehen werden, das habe ich auch so im Kopf, aber es werden natürlich auch einige bleiben. Das heißt also, Deutschland bleibt sowohl vor 89 wie nach 89 ein Einwanderungsland und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ja, als nächstes würde ich gerne Frau John mit einbeziehen in die Diskussion. Und zwar mit der Frage nach der Ostidentität. Es gibt ja neuere Studien, die Sie auch im Buch aufgreifen, die zeigen, dass selbst in einer Generation, die nach 1990 im Osten geboren ist, eine deutlich ausgeprägtere Identität als Ostdeutsche vorhanden ist, als so etwas jetzt unter Westdeutschen zu beobachten wäre. Und Frau Jun, da würde ich Sie mal fragen, wie ist diese Langlebigkeit zu erklären und würden Sie denken, dass sich das in Zukunft eher ändern wird oder ist es auch schon einfach eine normale Regionalidentität quasi geworden? Ja, mit der Frage nach der Identität ist ja immer die Frage sozusagen gestellt, welche Zugehörigkeitsgefühle man entwickelt und das ist ganz stark historisch bedingt. Und das haben Sie schon angesprochen, bemerkenswert ist, dass eine sogenannte ostdeutsche Identität eben nicht nur die sogenannten DDR-Zeitgenossinnen entwickeln, sondern auch die Kinder und Enkel, die die DDR und eben auch schon die Transformationsgeschichte gar nicht mehr selbst erfahren haben. Also eine Geschichte, die nicht auf eigenen persönlichen Erfahrungen beruht, sich daraus speist. Und insofern haben wir das Phänomen, dass ältere, aber auch jüngere Ostdeutsche ihr Wissen über die Geschichte aus Familienerzählungen, aber auch, das würde ich nicht vernachlässigen, aus Vereinen, aus dem weiteren Freundeskreis beziehen. Was wir dann auch sehen, ist, dass Schule und Medien, die sich dem Ziel verpflichtet fühlen, auch über die DDR als Diktatur, als SED-Diktatur aufzuklären,
bei der Wissensvermittlung in den letzten Jahren demgegenüber eine deutlich untergeordnete Rolle gespielt haben. Wir wissen aus Studien wie zum Beispiel dem Thüringen-Monitor, dass das auch für Gedenkstätten teilweise zutrifft. Also in den letzten 30 Jahren kann man sagen, eine Gegenüberstellung immer wieder des privaten Fotoalbums, des privaten Albums und der öffentlichen Darstellung. Und was dabei nicht so gut gelungen ist oder oft nicht gut gelungen ist, diese beiden Perspektiven aufeinander zu beziehen. Ostdeutsch. Abgearbeitet, die sozusagen nach Selbstbestätigung suchte. Und das hat Herr Brunner gesagt, das war ja ein wesentliches Motiv für das Buch, sozusagen aus diesem argumentativen Schlagabtausch herauszukommen. Und auch daran zu erinnern, das finde ich ist auch eine Stärke des Buches, daran zu erinnern, dass diese sogenannte ostdeutsche Erinnerungsgemeinschaft in hohem Maße auch kontrovers ist. Aber gleichzeitig daran, dass wir uns nochmal vor Augen führen, dass gerade die Transformationsgeschichte auch dafür steht, dass sich eben für die Ostdeutschen sehr, sehr viel geändert hat und diese Änderungen aber auch unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Wir haben ja ein Revolutionsgedächtnis, das auch neben einer Art von Verlustgedächtnis steht, das hier greift. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu der Frage, ist das jetzt eine Regionalidentität, mit der wir es dann noch zu tun haben? Ich würde sagen, nein, ganz einfach, weil eben auch diese Erfahrung, DDR-Erfahrung, die Erinnerung auch an die Transformationszeit, und das erleben wir ja derzeit, nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern auch ganz aktuell in der Ukraine-Krise, dass diese DDR-Erfahrung ein Fixpunkt ist, auch in der Orientierung in den Krisen jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo vielfach auf diese Erfahrung zurückgegriffen wird, um irgendwie Orientierung und einen Halt für das zu finden, was man heute als Krisenlösung tun sollte oder besser lassen sollte. Und Sie noch? Ja, Herr Brunner. Ich würde gerne etwas ergänzen. Und zwar, es erscheint ja so, als ob da durchgängig eine hohe Kontinuität von Ostidentität vorhanden gewesen sei. Und es gibt auch immer einen gewissen Prozentsatz, der das für sich so in Anspruch nimmt. Aber was wir nicht vergessen dürfen, dass es da schon in diesen letzten 30 Jahren auf und ab gegeben hat. Es gab auch Phasen, wo zumindest Meinungsumfragen so interpretiert wurden, als würden sich auch so diese Animositäten zwischen Ossis und Wessis, das würde sich so abschleifen und es wäre gerade in einer jungen Generation gar nicht mehr vorhanden. Umso aufregender war das, dass man feststellte, das stimmt ja gar nicht so. 2018, 2019 kamen dann wiederum Studien und Ergebnisse in die Öffentlichkeit, die wieder eine stärkere gegenseitige Abgrenzung oder vor allem Abgrenzung gegenüber Westen zum Ausdruck brachten. Das wäre eine Frage, warum das so ist. Eine Möglichkeit ist, dass in den vergangenen Jahren doch über die ganzen möglichen Fehler und um die Erfahrungen in dieser Transformationsphase nochmal ganz anders diskutiert wurde, auch in der Öffentlichkeit, als das in den Jahren zuvor war, wo man eher darum bemüht war, dass sich das alles irgendwie abschleift und praktisch von selbst gibt. Also das halte ich für einen wichtigen Punkt. Ein interessantes Zitat von Wolfgang Engler möchte ich noch anführen, der geschrieben hat, haben die Leute in der DDR die Revolution gemacht und sind sie dann diesem Staat als Deutsche entstiegen oder als Ostdeutsche? Und diese Frage möchte ich tatsächlich mal in den Raum stellen, weil das Ostdeutsch auch ein Konstrukt ist. Das wird auch seit geraumer Zeit entsprechend kritisch diskutiert. Ein Konstrukt? Ja, Frau John?
Ja. Gerne eins noch ergänzen, wenn ich darf. Dieser starke Fokus auf die ostdeutsche Identität, und das hat Herr Heidemann ja auch nochmal in Erinnerung gerufen, wenn wir auf die Migrationsgeschichte blicken, vernachlässigt natürlich auch Perspektiven von Minderheiten, wie zum Beispiel von migrantischen, also insbesondere den Vertragsarbeitern, und die vielleicht auch noch mal stärker in den Blick zu nehmen, und dass sich dann auch der Blick auf die Einheit, auf die Revolution, auch auf die Transformationsgeschichte ganz anders darstellt. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, wenn wir um Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Erfahrungen aus dieser Zeit sprechen. Und das ist vielleicht auch in der Vergangenheit zu wenig passiert. Ich glaube, ein Punkt bei dieser Identität als Ostdeutsche ist ja auch, das ist jetzt in diesem Wolfgang Engler-Zitat angeklungen, aber dass es auch selber eigentlich erst ein Produkt, ein Konstrukt dieser Transformationszeit ist. Das ist ja auch, fand ich interessant, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil ich das sagte, mir war das nicht klar, dass das nicht ist, dass das schon aus einer größeren Vorgeschichte stammt, sondern wirklich was ist, was der Transformationsepoche quasi entwachsen ist. Ja. Okay, dann würde ich gerne zum nächsten Punkt gehen. Bei Diskussionen über den Stand der deutschen Einheit geht es ja oft um Gerechtigkeitsfragen, hatten wir das schon angedeutet. Nicht nur, aber insbesondere auch in Bezug auf sozioökonomische Faktoren. Das Urteil darüber fällt oft ambivalent aus. Also ja, es hat sich sehr viel angeglichen, was Renten, Löhne und Produktivität anbelangt in den letzten 30 Jahren. Aber wie es oft so schön heißt, es bleibt auch noch einiges zu tun. Also es bleiben Differenzen in den Niveaus vorhanden. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Faktoren, die uns noch eine Weile beschäftigen werden, was das angeht? Ja, vielleicht fange ich mal an. Also, weil Sie auch wirtschaftliche Fragen und so weiter angesprochen haben. Eine Konsequenz aus dieser Transformation in den 90er Jahren und was daraus folgte, war, dass wir in den neuen Bundesländern eine Wirtschaftsstruktur haben, die sehr stark, was Entscheidungen betrifft, von westlichen Konzernen abhängig ist. Das heißt nicht, dass es da nicht auch wirtschaftlich aufwärts ging in den neuen Bundesländern, das ist durchaus der Fall. Aber dass wir keine DAX-Konzerne mit Sitz in Ostdeutschland haben und so weiter, das ist alles bekannt. Das Problem einer zunächst jedenfalls nicht selbsttragenden Wirtschaft ist ein Problem gewesen, was Folgen hat für die neuen Bundesländer, was aber in den letzten Jahren sich deutlich zu verändern scheint. Also wir haben eine Perspektive mit Ansiedlungen von großen Unternehmen, also Beispiel Tesla, bei allen Kritikpunkten, die man da auch anführen kann, oder jetzt für Magdeburg Intel. Okay. Das sind natürlich wirklich sehr zukunftsträchtige Entwicklungen, die auch Defizite in den vergangenen Jahren deutlich kompensieren. Also das stimmt auf jeden Fall hoffnungsfroh und wird auch dazu führen, dass sich auch die gesamte ökonomische und damit zusammenhängenden Infra- und sozialen Strukturen nochmal verbessern. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, dass selbst bei all den Problemen, die man feststellen kann, die neuen Bundesländer, wenn man sie nicht nur mit den alten Bundesländern vergleicht, sondern mit europäischen Regionen, und zwar nicht nur in Osteuropa, sondern durchaus auch in Westeuropa, mit Industriestaaten, westeuropäischen Staaten, dass die ostdeutschen Länder sich da nicht nur nicht zu verstecken brauchen, sondern in ihrer Wirtschaftsleistung die teilweise überholt haben. Auch das ist wichtig festzuhalten, was nicht ausblendet, dass wir immer noch Regionen haben, wo es sehr schwierige Bedingungen gibt, auch in der Alterszusammensetzung. Demografieprobleme haben wir schon angesprochen. Aber in der Gesamtschau
scheint sich doch da einiges zu tun, auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Ich nenne nur das Beispiel Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Sorgenkind seit den 90er Jahren. Zwischendrin ist es immer mal wieder aufwärts gegangen. Aber wie wir kürzlich gesehen haben, gibt es da enorme Probleme mit Insolvenz und so weiter. Also es ist kein eindeutiges, immer nur ganz positiv in die Zukunft gerichtetes Bild, aber es tut sich einiges, was Versäumnisse oder Probleme, die durch die Transformation auch entstanden sind, kompensieren wird. Wenn ich das vielleicht nochmal ergänzen darf. Ein Hauptproblem sozusagen des ganzen Transformationsprozesses, und das ist wirklich ein Hauptproblem gewesen, war ja, dass die Menschen in der ehemaligen DDR doch mit in der Mehrheit jedenfalls einer großen Euphorie an sozusagen die neue Gesellschaft, die neue Wirtschaft herangegangen sind. Und als dann der Transformationsprozess eintrat, beziehungsweise in Gang kam, stellten sie also fest, mein Gott, ich verliere meinen Arbeitsplatz, was für die DDR als sozialistisches System eigentlich undenkbar war. Und ich weiß auch nicht, wann ich den nächsten Arbeitsplatz jetzt bekomme, ob ich dann noch sozusagen jung genug bin, das zu machen. Und das hatte verheerende Auswirkungen auf ein politisch-demokratisches Bewusstsein, weil viele gedacht haben, also die Demokratie hat ja eigentlich jetzt versagt, sozusagen sozialpolitisch. Ich bin aus dem Arbeitsprozess draußen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, bei einer überhaupt sozusagen unsicheren Gesamtlage, nicht? Das ist ein Problem gewesen, was sehr lange und ich würde auch sogar sagen, bis heute belastend wirkt, nachwirkt zumindest. Bei der Elterngeneration ist das ganz bestimmt der Fall. Und das hat ein bisschen auch, das ist das, was du gerade sagst, überdeckt, dass die Entwicklung dann subkutan, so etwa ab 2008, 2009, wirklich betriebswirtschaftlich, aber auch volkswirtschaftlich in eine Situation geriet, die immer besser wurde. Ja? Auch wenn immer wieder angeführt wird, ja, also in den neuen Bundesländern gibt es nur ein BIP von 80% Wirtschaftsleistung. Ja, man muss aber auch sehen, man ist von 30% hergekommen. Und das war schon die Spitze sozusagen damals im damaligen Ostblock. Ja? Neben den ganzen sozialen Sicherungen, ja, man hat ja nun wirklich versucht, auch unter Inkaufnahme eines hohen Defizits, etwa durch Schulungen und soziale Absicherungen wie Rente und Krankenversicherung und so weiter, das aufzufangen, soweit es ging. Aber es gab halt sozusagen diese Lücke von etwa 1992, 93 an, wo sie wirklich spürbar wurde, bis ungefähr, sagen wir, 2000, 2002, 2005, wo die Arbeitsplätze einfach Mangelware waren, nur erst noch geschaffen werden mussten. Und erst dann fing das eigentlich an zu greifen. Und gerade diese Phase von 10, 12 Jahren, die hat eine äußerst negative Wirkung gehabt. Und das ist, glaube ich, bis heute noch da. Mhm. Ja, anschließend an das Thema und auch einige Sachen, die Herr Brunner schon gesagt hat. Braucht es denn, wenn wir heute Ungerechtigkeiten sozioökonomischer Art adressieren, noch Kategorien wie Ost und West? Oder wäre es förderlicher, stärker regional differenziert, jenseits dieser Ost-West-Differenz zu denken? Also etwa, wenn man von strukturschwachen Regionen spricht. Oder braucht man im Gegenteil diese Kategorien immer noch, um bestehende Differenzen zu benennen und auch adressieren, abbauen zu können? Oder ja, zementieren diese eher? Also was man sieht. Also im Hinblick auf die historische Entwicklung halte ich das für sinnvoll, das noch in Ost und West zu unterscheiden. Nicht, um das jetzt zu zementieren, oder das auch jetzt mit Identitäten und so weiter zu versehen und festzulegen. Aber die Strukturprobleme, die es in ostdeutschen Bundesländern gab und gibt, hängen ganz konkret mit der Situation im Endstatus DDR zusammen und mit dem, was daraus folgte, nämlich das, was wir Transformation bezeichnen. Und das alles in sehr dicht gedrängten zeitlichen Rahmen. Ja, also
der Transformationsprozess, das kann man feststellen, ist heute noch nicht abgeschlossen. Aber dieser engere, wirtschaftlich auch ziemlich radikale Transformationsprozess fand eben in den 90er Jahren in relativ kurzer Zeit statt. Und das ist unterscheidet strukturschwache Regionen im Westen. Mhm. Wenn Sie ins Saarland gucken oder ins Ruhrgebiet, wo dieser Strukturwandel bereits in den 60er Jahren eigentlich einsetzt und auch heute immer noch nicht abgeschlossen ist, dann können Sie schon sehen, da haben Sie irgendwie 40, 50 Jahre und nicht nur 5, 6. Und das zeichnet schon die Unterschiede aus und beschreibt auch die Folgeprobleme im Übrigen, also das sind andere Voraussetzungen. Insofern würde ich diese Ost-West-Unterscheidung schon noch machen und nicht nur von allgemein strukturschwachen Regionen sprechen, weil das möglicherweise die Sonderproblematik in den ostdeutschen Ländern dann überdecken würde. Mhm. Wenn ich das kurz ergänzen darf, wenn wir jetzt mal sozusagen Statistiken sehen würden, grafisch, ja, etwa was das Bruttoinlandsprodukt angeht oder auch was die Demografie angeht, das heißt also die Häufigkeit von Menschen in einem bestimmten Landkreis oder Region, dann sehen Sie bis heute eigentlich eine Grenze von Lübeck bis Hof. Mhm. Ja, wenn Sie sich das anschauen, das können Sie auf Karten, also gibt es auch einige ganz genau sehen. Das bestätigt das, was gerade Kollege Brunner gesagt hat, wir können auf diesen Begriff nicht verzichten. Und zwar auch deshalb, weil es eben mehr als nur eine Region ist. Ja? Mhm. Es ist ein ganzes Land gewesen mit natürlich unterschiedlichen regionalen Strukturen, das aber einen ganz bestimmten Prozess durchlaufen hat, der eben für dieses ganze Land gewirkt hat. Und das sieht man, wie gesagt, als eine Unterscheidung bis heute. Ich will da jetzt gar nicht mal von mentalen Dingen oder sowas sprechen, sondern einfach sozioökonomisch, demografisch. Das muss man einfach im Kopf haben und ich halte es auch nicht für abwertend. Ja? Also ich finde es gut, dass wir sozusagen diese eigentlich zunächst mal ja geografische Bewertung und Bezeichnung haben. Auch wenn man inzwischen sagen muss, natürlich haben bestimmte Landkreise in Ostdeutschland inzwischen so aufgeholt, dass sie zum Beispiel jetzt anfangen, ich sage es mal so, westdeutsche Regionen und Länder, die nicht so stark sind, Saarland, Schleswig-Holstein und so weiter, anzuknabbern, jedenfalls sich dahin zu bewegen. Das ist doch ein ganz entscheidender und wichtiger und auch, finde ich, ein sehr, sehr guter Prozess. Okay. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Punkt, der ein bisschen angeklungen ist, aber noch nicht ganz explizit. In jüngerer Vergangenheit ist ja oft ein Fokus auch auf die Defizite des Vereinigungsprozesses geworfen worden, was zumindest im Westen, glaube ich, vorher nicht oft nicht so stark im Fokus stand. Und das hängt vermutlich nicht zuletzt mit der anhaltenden größeren Demokratieunzufriedenheit in den östlichen Bundesländern zusammen, die in Umfragen immer wieder festgestellt wird und die sich in den letzten Jahren auch vor allem in einem größeren Zulauf zu völkisch-nationalistischen Bewegungen und Parteien auch ausgedrückt hat. Die Ursachen hierfür sind natürlich sehr komplex und sollen hier gar nicht in aller Breite diskutiert werden. Ein Punkt, den Sie aber im Buch hervorheben, der meines Erachtens in der öffentlichen Debatte manchmal nicht so stark im Vordergrund steht, liegt eher in der politischen Kultur begründet. Ja, könnten Sie hierzu mal was sagen, Herr Brunner wahrscheinlich am ehesten. Ich weiß nicht, wer sich... Herr Heidemann hat es auch, aber ich denke. Aber ich kann ja mal anfangen. Ja. So. Was ganz offenkundig ist, also Punkt Nummer eins, das hat Herr Heidemann auch schon angesprochen, die Erwartungen an das neue Regime, das neue System, das neue politische, demokratische System, die waren sehr hoch. Und entsprechend groß waren auch die Enttäuschungen, weil das so eigentlich gar nicht eintreten konnte, was viele Menschen sich gewünscht haben, die von dem neuen Wirtschaftswunder geträumt haben, unter anderem. Ja. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und daher von diesen Enttäuschungen kommen natürlich auch Enttäuschungen über die Demokratie und über die Parteien und so weiter. Dazu muss man einfach feststellen, dass in der ehemaligen DDR und in den dann neuen Bundesländern
zwar das politische System der Bundesrepublik Deutschland übertragen wurde, auch was das Parteiensystem anbelangt und selbstverständlich Rechtsstaatlichkeit, all diese Dinge, und dies aber nicht auf die gleichen Strukturen traf, wie das über Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland alt gewachsen war, sodass wir also eine erheblich geringere Parteibindung haben in den neuen Bundesländern, dass das, was auch im Westen seit den 80er Jahren Stück für Stück erodiert ist, aber dass so etwas wie eine Partei als politische Heimat, das, was eigentlich sowohl im Unionsmilieu wie auch im, vor allem auch im sozialdemokratischen Milieu über Generationen selbstverständlich war, so etwas ist in den neuen Bundesländern nie gewachsen und konnte auch in dieser Kürze der Zeit auch sich nicht entsprechend entwickeln. Das heißt, wir haben da einen Trend, der auch allgemein festzustellen ist, aber da besonders ausgeprägt ist, dass es eigentlich nur um Wahlparteien geht und dass auch der Impuls, mal als Protestwähler jetzt aufzutreten, um den anderen das jetzt mal zu zeigen, da erheblich größer ist. Also, ja, und das kann man ja auch nachvollziehen. Also klar, die AfD gibt es auch im Westen, das ist keine Frage, aber wir können schon feststellen, dass das in den ostdeutschen Ländern besonders ausgeprägt ist. So, das heißt also, wir haben eine völlig andere Parteienstruktur und was wir im Buch auch angesprochen haben, eine geringer ausgeprägte Zivilgesellschaft. Okay. Und das macht sich unter anderem auch an Großorganisationen, die so ein Fundament auch der Demokratie und der pluralistischen Gesellschaft bilden, die auch, was das betrifft, in den neuen Bundesländern nicht so ausgeprägt ist. Also ich spreche von den beiden großen Kirchen, ich spreche auch zum Beispiel auch von den Gewerkschaften. So, also das, all das, was eigentlich so dieses Gerüst der alles in allem doch ganz gut funktionierenden alten Bundesrepublik ausgemacht hat, das ist in den neuen Bundesländern, wenn überhaupt, im Entstehen begriffen gewesen oder viel schwächer ausgebildet. Und das wirkt sich insgesamt auf die Zustimmung zum politischen System, zur Demokratie aus. Ja? Mhm. Vielleicht noch zwei Sachen dazu. Ich bringe einfach mal den Begriff Lügenpresse jetzt in den Raum. Ja, das kann man sich eigentlich im Westen gar nicht so vorstellen, warum eigentlich jetzt, wo es doch jetzt die freie Meinungsäußerung gibt, ja, und ein riesiges sozusagen Konvolut von Medien aller Art, dass das sozusagen etwas sein kann, was in dieser Art und Weise angezweifelt wird. Ich glaube, ein Grund dafür ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass diese Enttäuschung nach 1992, 93, 94, als das eben mit den Arbeitsplätzen nicht sofort klappte, sondern eben Jahre dauerte, auch eben einen Reflex hatte auf das politische System als solches der Demokratie. Und zur Demokratie gehören natürlich dann auch die Medien, die kritischen Medien. Und das ist gepaart, ist in gewisser Weise sogar amalgamiert mit einer grundlegenden Skepsis, wenn man sozusagen geborener DDR-Bürger war, dass man dem, was da von oben, von Ost-Berlin kam, nicht getraut hat. Ja? Man wusste genau, was im neuen Deutschland steht, und hat ein feines Gefühl dafür entwickelt, was da zwischen den Zeilen vielleicht mal interessant war. Aber es hat eben den negativen Effekt gehabt, dass, und das bis heute, und ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen erschüttert fast, wenn ich jetzt sehe, wie junge Menschen vor allem, ja, auch ab 20, etwa auch was die Corona-Krise anging, da jetzt mitlaufen und das nochmal ganz speziell nach vorne gebracht haben, wie diese Skepsis, ja sogar Ablehnung der Medien und auch natürlich des politischen Systems, doch gerade im Osten eine große Rolle spielen. Also auch von der Seite her glaube ich nicht, dass man so ohne weiteres Ost- und Westdeutschland in einen Topf werfen kann. Da gibt es schon ziemliche Unterschiede, auch wenn die Phänomene natürlich in beiden Teilen auftreten, ja, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung. Okay.
Ja, die nächste Frage würde ich gerne an Frau Jun stellen. Und zwar, Frau Jun, Sie beschäftigen sich ja mit Fragen der Geschichtsdidaktik, aber auch mit Transformations- und Umbrucherfahrungen nach 1989-90. Was meinen Sie denn, sind die wichtigsten Herausforderungen für die historisch-politische Bildung in der Schule, aber auch außerhalb der Schule im Umgang mit der deutschen Einheit? Ich fange vielleicht mal so an, weil die Beschäftigung mit Geschichte oder das, was man aus Geschichte erstmal lernen kann, ist ja, dass nichts so bleibt, wie es ist. Also der Wandel neben der Kontinuität ist eine wichtige Einsicht im Umgang mit Vergangenheit. Und wenn wir jetzt uns die Transformationszeit und auch die Einheit nochmal aus dieser Perspektive betrachten, dann ist das ein fruchtbares Thema, weil sich eben hier viel verändert hat. Und wenn eben sozusagen sehr stark der Fokus auch nochmal auf dem Wirtschaftlichen lag, dann ist es das ja nicht alleine gewesen, sondern auch die Mentalitätsfragen, die im Buch angesprochen sind, Geschlechterverhältnisse, Paarbeziehungen, das Verhältnis zum Eigentum. Das sind alles sehr tiefgreifende Veränderungen, die man sich anschauen kann. Und ich möchte vielleicht, und da würde ich doch nochmal auf den wirtschaftlichen Aspekt, aber nicht nur aufsatteln, das konkret machen. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mir nochmal Beiträge aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten angeschaut. Und der ist insofern interessant für die letzten 30 Jahre, weil hier Kinder und Jugendliche sich ihre Themen selbst wählen können. Und was mich beeindruckt hat, ist ein Beitrag von Schülerinnen aus Dessau, die sich vor Ort mit der Geschichte der Treuhand beschäftigt haben. Und diese Schülerinnen und Schüler haben ihr Interesse an der Geschichte so begründet. Ich würde das gerne mal zitieren. In der Arbeit heißt es: Mein Blickwinkel richtet sich auf meine Heimatstadt Dessau und mündet in dem Ergebnis, dass die Stadt kaum Großunternehmen aufweist. Diese Tatsache faszinierte und schockierte uns gleichermaßen, da uns bis dahin nicht bewusst war, wie sich aus einer zu DDR-Zeiten aufstrebenden Industriestadt mit Vorreiterrolle eine Stadt entwickelte, in der die Agentur für Arbeit eines der größten Unternehmen darstellt und eben keinen Industriebetrieb. Und das, finde ich, verweist auf zwei Dinge. Zum einen, dass es eine Zeit ist, in der eben viele Veränderungen sich in einem kürzesten Zeitraum vollzogen haben. Diese Veränderungen aber für die Jugendlichen, die sich mit ihr befassen, nachhaltigen Einfluss auf ihre eigene Lebenswelt haben, auf ihre eigenen Erfahrungen. Zum Beispiel, dass wenn man in Dessau Abitur machte oder macht, die wenigsten in diese Stadt zurückkehren. Wir wissen eben auch, dass aus empirischen Studien, dass gerade die Erfahrung der Transformationszeit, wenn man Menschen ganz grob in Gewinner und Verlierer überhaupt gliedern kann, dass die eben auch den Blick nochmal auf DDR-Erfahrungen beeinflussen. Und das trifft alles sehr stark auf ostdeutsche Schülerinnen und Schüler zu, die sich, vielleicht könnte man es zugespitzt sogar sagen, in den letzten 30 Jahren intensiver und ausführlicher auch mit der Geschichte der DDR oder der Transformationserfahrung befasst haben. Das waren noch andere Themen in den 90er Jahren, als wir das heute haben. Das ist auch ganz spannend. Und was ich da als eine große Herausforderung finde, ist, dass solche lebensweltlichen Zugänge oft in westdeutschen Regionen fehlen. Oder das Themenspektrum dort von vornherein auch eingegrenzt ist. Also Themen ergeben sich dort vorzugsweise aus einer Nähe zur ehemaligen innerdeutschen Grenze oder durch Gespräche mit Zeitzeuginnen, die Fluchterfahrung haben. Also wo der Fokus sehr stark auch zu Recht auf einem politischen System, aber weniger auch auf damit verbundenen Alltagserfahrungen bezieht. Und die große Herausforderung, die sich daraus ergibt, ist, wie lassen sich solche Blickwinkel eigentlich erweitern? Und was bewirkt heute eigentlich überhaupt noch historisches Interesse?
an dieser Zeit. Also mit anderen Worten, warum schlägt man das Buch, über das wir heute auch reden, auf? Wie kann es sozusagen auch eine breite Leserschaft finden? Das ist ganz spannend. Und dieses Interesseproblem, das wird ja in aktuellen Debatten immer wieder auch aufgegriffen. Was mir dabei zu kurz kommt, ist die Frage, was einen noch interessiert an dieser Geschichte. Im Mittelpunkt stehen momentan sehr stark Methoden oder die neuen Medien. Also obwohl es viele Erfahrungen, auch Bedenken oder methodische Anforderungen an den Umgang mit Zeitzeuginnen gibt, denkt man immer noch, das ist ein besonders lebensnaher Zugang, der Brücken schafft zur Vergangenheit. Oder das Heil wird jetzt in den neuen Medien, in den digitalen Medien, in einem medialen Feuerwerk gesucht. Und dahinter verschwindet manchmal für mich so ein bisschen die Frage, was kann man aus dieser Geschichte eigentlich lernen? Und also welche Erkenntnisinteressen, welche historischen Erfahrungen aus dieser Transformationszeit sind für uns heute noch zu gewinnen? Und hier bräuchten wir noch ein bisschen mehr Nachdenklichkeit, gerade vor dem Hintergrund, das ist eben auch schon angesprochen, dass in der Gegenwart auch die DDR-Geschichte, aber auch die Transformationszeit, ob das die Pandemie ist oder jetzt auch die Ukraine-Krise, ganz starken Bezug nimmt, immer wieder auch zu einer Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit. Das scheint mir wichtig zu sein, da auch eine multiperspektivische und quellenorientierte Auseinandersetzung mit dieser Zeit zu ermöglichen. Und wenn wir das so betreiben, dann wissen wir aus Studien auch, dass dann die üblichen Wahrnehmungsroutinen zwischen Ost und West durchbrochen werden. Ich will hier eine Studie von Katrin Klausmeier nochmal anführen, die sich mit dem Geschichtsbild von Jugendlichen in Thüringen zur DDR und zur Transformationszeit befasst hat und die festgestellt hat, dass die Bewertung gerade der DDR-Geschichte, da sind Thüringer Gymnasiasten den Gymnasiasten in Nordrhein-Westfalen mitunter wesentlich näher als den gleichaltrigen Berufsschülerinnen in Thüringen. Und das sind ganz spannende oder interessante Einblicke, die für didaktisches Handeln oder für die Geschichtsvermittlung relevant sind. Wir sehen aber auch bei dieser Studie, dass die Hinwendung zu so einer ostdeutschen Erinnerungsgemeinschaft auch unter Thüringer Jugendlichen nach wie vor sehr groß ist. Und in diesem weiten Spannungsfeld, denke ich, bewegen sich die Herausforderungen auch der historischen Vermittlung und der historischen Bildung, die, das will ich abschließend vielleicht auch noch mal sagen, immer einen exemplarischen Zugang finden müssen, also in der Breite. Ja, also das ist eine große Hilfe dabei, auch für die Kontextualisierung, gerade mit diesem Buch, wo das sehr umfassend ist, die Geschichte in den breiten Dimensionen erfasst. Aber das, was für Laien am Ende oder auch für Schülerinnen, Kinder und Jugendliche, was Geschichtsunterricht zu leisten vermag, ist am Ende immer auch ein Ausschnitt, also die Ausschnitthaftigkeit auch der Beschäftigung mit Geschichte. Das scheint mir große Herausforderung dabei zu sein, nach wie vor. Okay, ja, vielen Dank. Kommen wir noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Herr Brunner, Sie sprechen über Co-Transformationen, die die Einheit ausgelöst hat an mehreren Stellen in dem Buch. In der Regel ist ja so die Annahme, dass Ostdeutschland dem Geltungsgebiet des Grundgesetzes beigetreten ist und gewissermaßen alle Institutionen übernommen hat, während der Westen so geblieben ist, wie er vorher war. Was ist schief an diesem Bild? Wie hat sich die Einheit auch im Westen ausgewirkt?
Also grundsätzlich ist das Bild ja nicht schief. Also das okay. ist schon klar, dass, ich hatte es vorhin schon erwähnt, also das Rechtssystem, die gesamte politische und staatliche Struktur lehnt sich nicht nur an die Bundesrepublik alt an, sondern das ist das, was dann auch in der ehemaligen DDR in den neuen Bundesländern gilt. So, die diversen Rechtsnormen und so weiter. Ich will das gar nicht vertiefen. Aber entscheidend ist, dass manches anders angewandt und angeeignet wurde, als sich das die ursprünglichen Gesetzgeber so vorgestellt haben. Und da tauchen dann tatsächlich Dinge auf, die man als Co-Transformation bezeichnen kann. Ich will ein Beispiel aus der Arbeitswelt anbringen. Also in Bundesrepublik alt, in den meisten Fällen, zumindest wird das so angestrebt, auch heute noch, gilt der Flächentarifvertrag, der von einer großen Gewerkschaft mit dem entsprechenden Arbeitgeberverband abgeschlossen wird. So. Und da gibt es bestimmte Rechtsnormen und Gültigkeiten und so weiter. Da müssen sich alle dran halten. Ja? In den neuen Bundesländern haben wir eine Entwicklung feststellen können, dass sehr vieles nicht auf dieser in diesem Ebene geregelt wurde, sondern auf betrieblicher Ebene. Also, dass betrieblich verabredet wurde zwischen Betriebsrat und Betriebsführung. Das ist das, was eigentlich Tarifexperten überhaupt nicht gefällt, weil dann natürlich das eine Vereinzelung ist und man auch als Gewerkschaft und als Verband nicht mehr eingreifen kann. So, aber das ist etwas, was in den neuen Bundesländern sehr stark Bahn gebrochen hat und sich solche Strukturen wie eben in der Bundesrepublik alt so nicht rausgebildet haben. Was sehen wir allerdings? Dass diese Flexibilisierungen in diesem Bereich auch in den Westen ausstrahlen. Beispiel 2004, entsprechende Vereinbarung zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall über Flexibilisierung von Tarifverträgen. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber das zeigt, dass in einzelnen Bereichen durchaus sich auch im Westen was verändert hat. Und dass das damit zu tun hat, was sich im Osten verändert hat. Ich könnte noch Beispiele im Bereich des Bildungssystems anführen. Also allgemein denkt man ja, das klassische dreigliedrige Schulsystem im Westen ist auf die DDR übergestülpt worden. Das ist so gar nicht richtig. Und es gibt insgesamt nur noch 5 Bundesländer, in denen dieses Schulsystem vorhanden ist. Darunter ist, was nicht verwundert, Bayern. Sonstigen Entwicklungen in den auch alten Bundesländern wurden durch Impulse des Schulsystems im Osten durchaus auch angeregt. Also das wäre ein weiterer Punkt. Also vielleicht nur die 2, weil ich vermute, dass wir sonst mit der Zeit ein bisschen in Schwierigkeiten kommen. Aber Tatsache ist, dass eben auch im Westen sich Dinge verändert haben, auch wenn das nicht immer gleich sofort ins Auge springt. Okay. Ja, Herr Heidemann, Sie haben ein sehr ausführliches Kapitel in dem Buch zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik seit 1990 verfasst. Momentan ist dieses Politikfeld ja besonders im Fokus und es wird von einer Zeitenwende vielfach gesprochen. Auch die deutsche Einheit kann man sicherlich in mancher Hinsicht als Zeitenwende oder Wendepunkt zumindest betrachten, was das angeht. Könnten Sie darlegen, was hat die deutsche Einheit für die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und die Rolle in Europa und der Welt bedeutet? Und vielleicht, was sind Wendepunkte jetzt seitdem gewesen bis zu dem jüngsten, sage ich mal? Also ich will mich nur auf 2 Faktoren sozusagen jetzt beschränken. Da müsste man natürlich sehr viel mehr dazu sagen. Das erste ist, durch die Wiedervereinigung ist natürlich die Mächtekonstellation in Europa komplett verändert worden. Also dieses bis dato zerschnittene Deutschland, das ja eigentlich, wenn man an die Nazi-Zeit denkt, sozusagen eine hegemoniale Macht gewesen ist und vorher eine halbhegemoniale Macht, das ist jetzt wieder in eine Situation gerückt, die dem nahe kommt. Nämlich, dass Deutschland eben auch aufgrund seiner demografischen Größe, aufgrund seiner Wirtschaftsgröße und aufgrund seiner geopolitischen Lage in eine Situation kam,
dass doch die Nachbarn gesagt haben, eingedenk der Erfahrungen der Schlechten, die sie mit den Deutschen gemacht hatten, und das schon eigentlich seit dem Kaiserreich, was machen wir jetzt mit dem neuen Deutschland da? Und da gab es immerhin sozusagen zwei Faktoren, die eine große Rolle gespielt haben, nämlich dass dieses neue Deutschland in Anführungsstrichen sich selbst einbringen wollte in diese neue Ordnung und sich dabei eben auch einhegen ließ. Also man war ja in der EU, also damals noch EG und EWG, man war ja in der NATO, jedenfalls Westdeutschland, und blieb also in diesen sicheren Strukturen. Also die Gefahr, wie das mal ein französischer Dichter sehr hübsch gesagt hat in den 60er Jahren, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich am liebsten zwei davon hätte, ja, die ist dadurch überwunden worden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Deutschland hat sich, nachdem diese Mächtekonstellation durch den 2+4-Vertrag beispielsweise jetzt auch wirklich international völkerrechtlich anerkannt war, sehr schwer getan, eine neue außen- und sicherheitspolitische Rolle zu finden. Das lag einerseits daran, dass eben die beiden deutschen Staaten es gewöhnt waren, sozusagen immer unter einer noch größeren Macht zu stehen. Westdeutschland, USA, DDR, UdSSR. Und damit auch erst einmal sozusagen sich neu mit der Situation auseinandersetzen muss, dass man jetzt selbst als souveräner Staat eigene Außenpolitik betreiben konnte. Ich selbst würde sagen, und ich habe das auch in dem Buch nochmal gesagt, im Grunde genommen ist Deutschland aber erst wirklich souverän geworden, nachdem dann das Bundesverfassungsgericht auch zugestimmt hat oder beziehungsweise es legitimiert hat, dass deutsche Truppen auch im Ausland im Rahmen wiederum einer NATO oder was auch immer sozusagen tätig werden können. Und das hat ja auch noch innenpolitisch zu großen Auseinandersetzungen geführt. Ja, das darf man auch nicht vergessen, mit den Grünen beispielsweise, mit dem linken Teil der Sozialdemokratie und anderen mehr. Aber wenn man das jetzt mal in einem Verlauf von diesen 30 Jahren 1990 bis jetzt 2020, eigentlich bis jetzt vor zwei Wochen eigentlich verfolgt, also bis zu dieser Rede von Scholz im Bundestag am Sonntag, dann muss man sagen, hat Deutschland eine außerordentlich zurückhaltende Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt. Geradezu in gewisser Weise übervorsichtig. Und das hat dazu geführt, dass man sich es mit den anderen Verbündeten doch ein bisschen verdorben hat. Das ist der Bevölkerung eigentlich eher ein bisschen entgangen, aber dass zum Beispiel trotz dieses unrühmlichen Endes in Afghanistan die deutschen Truppen, die Bundeswehr dort von den anderen Verbündeten schon als sozusagen eine eigentlich nicht wirklich soldatische Einheit angesehen worden ist, das ist ein Phänomen, was schon weiter zurückgeht auch. Ja, man hat sich auch im Irak nur als Hilfstruppe sozusagen verstanden. Man hat 2011 Soldaten, die also in den Airbags-Flugzeugen waren, deutsche Soldaten abgezogen, als die Libyen-Krise war und alles solche Sachen. Das hat also die Verbündeten innerhalb der NATO und der USA, und aber da nicht allein, sozusagen doch ziemlich vor den Kopf gestoßen. Das hing wiederum damit zusammen, dass Deutschland aus seiner furchtbaren Vergangenheit heraus eben vor allem pazifistisch orientiert war und ist, und dass sich das auch mit dem Denken der Bevölkerung klar gedeckt hat. Ja? Also beispielsweise Befragungen von 2010 über den Sinn und Unsinn des Afghanistan-Krieges und der weiteren Stationierung der Bundeswehr dort wurden zum Beispiel nur von 20% in etwa befürwortet, der Rest war dagegen. Ja? Und das hat sich jetzt geändert, und ich bin froh, dass sich das geändert hat, weil das war eine im Grunde genommen illusionäre Politik. Wir haben vor allem in der Russlandpolitik und in der Sicht auf Putin jahrelang eine idealistische oder zumindest verschönernde Sicht gehabt, die dazu geführt hat, dass man eigentlich jetzt erst durch den Ukraine-Krieg begriffen hat, dass dieser Mann so handelt, wie er handelt, und das sind ja nicht die Russen, sondern es ist er, ja, und b, dass Deutschland sich selbst, was die Landesverteidigung angeht, aber auch innerhalb der NATO, erheblich aufbessern muss, als das bisher der Fall war.
Also ich kann jetzt schon mal sagen, als alter Veteran, ich war 1969, 1970 in der Gebirgsdivision und habe da meine Bundeswehrzeit abgeleistet. Und da waren wir damals in gewisser Weise mit 10 Divisionen besser aufgestellt, als das jetzt vor kurzem der Fall war. Das kann ja nicht sein. Ja? Also insofern wird da jetzt endlich mal eine realistische Politik begleitet von einer Aufrüstung, ich sage nicht Wiederaufrüstung, sondern Aufrüstung in einem sinnvollen Maß, die eben Deutschland es ermöglicht, a, sich selbst zu schützen, b, dies im Rahmen der NATO zu machen, auch in der EU, und c, damit sozusagen einem Sicherheitsaspekt der Bevölkerung nachzukommen, der längst überfällig ist. Okay, ja, ich würde ganz gern, weil es gut passt, eine Zuschauerfrage an der Stelle einbringen. Und zwar fragt Gunnar Sohn auf YouTube, sieht man vor dem Hintergrund der DDR-Sozialisation Putin zu unkritisch? Also ich erinnere mich, ich bin fleißiger Leser der Leipziger Volkszeitung und die haben immer jede Woche eine Seite mit Leserbriefen. Und vor dem Einmarsch von Putin in der Ukraine gab es immer eine überwiegende Zahl von Leserbriefen, die sich für Russland eingesetzt haben, für ein besseres Verständnis, immer auch mit einem Hacker sozusagen auf die Westdeutschen, die das nicht verstehen würden. Diese Leserbriefe findet man jetzt nicht mehr. Ja? Auch hier, glaube ich, tritt jetzt ein Realismus ein über das, was in Russland unter Putin momentan passiert. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der jetzt, ohne dass man diese Konfrontation jetzt überdehnt, ja, doch sagt, also wir müssen hier auf diese Art und Weise besser aufgestellt sein, als wir das bisher waren. Und ich bin froh, dass das sozusagen jetzt auch von der Seite her jetzt mal passiert. Ich würde dazu auch gerne was sagen. Mhm. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich fühle mich da angesprochen. Ich bin ja ostdeutsch sozialisiert und ich würde das nochmal unterscheiden. Also natürlich ist sozusagen in so einer langen Biografie das Verhältnis zu Russland immer geprägt gewesen durch Freundschaft, aber auch durch Befremden. Ja, der russische Unterricht, den hat man gehabt, aber der war auch ein unliebsames Fach immer wieder. Ich habe mich auch erschrocken. Also ich bin zutiefst irritiert über diesen Krieg, traurig. Das greift und fasst einen an. Und zwar nicht wegen Putin. Ich habe den immer für einen Nationalisten und Chauvinisten gehalten. Hätte es aber auch nicht für möglich gehalten, dass dieser Krieg ausbricht, habe mich geirrt. Ich bin nach wie vor erschrocken, wie Krieg als Mittel der Politik wieder die Bühne betritt. Wünsche mir, und das finde ich, ist auch eine Perspektive auf Außen- und Sicherheitspolitik, dass man zu anderen Formen, zu friedlichen Formen wieder zurückfindet. Und insofern ist das auch sicherlich eine Realitätsferne, also man kann es so bezeichnen, aber man kann es vielleicht auch stärker sehen als eine Politik, eben, die durch die Transformationserfahrung oder auch durch 89 geprägt war, der Glaube an eine bessere Welt, die eben auch aus diesem Ost-West-Konflikt herausführt. Ich erinnere an das Schlagwort vom Ende der Geschichte, dass sozusagen diese Konflikte sich auflösen, diese Systemkonkurrenz, die wir jetzt mit brachialer Gewalt wieder vor Augen haben, mit Krieg, Toten und Verletzten und flüchtenden Menschen. Und das finde ich in hohem Maße irritierend. Ja, und das ist eine tiefe Zäsur, das wurde gesagt, die jetzt eine Neuausrichtung auch in diesen Politikfeldern verlangt. Aber es ging nie um Putin, es geht auch um das Verhältnis zu Russland. Ich will auch noch mal einen Punkt dazu sagen, wenn man sozusagen jetzt dafür spricht,
dass wir unsere Selbstverteidigung sozusagen besser aufstellen müssen, heißt das ja nicht, dass man Diplomatie ablehnt oder dass man grundsätzlich sozusagen einen pazifistischen Ansatz in seiner Außen- und Sicherheitspolitik hat. Aber es muss eben beides gleichmäßig berücksichtigt werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Bisher hatten wir einen fast nur eindeutigen Schwerpunkt auf pazifistische Ansätze in der Politik, und Militär war sozusagen ein unbequemes und unnötiges Beiwerk. Und das, glaube ich, das kann nicht mehr bleiben. Okay, ja, vielen Dank. Wir sind leider schon über unsere Zeit. Ich würde vielleicht noch zum Abschluss eine etwas leichtere Frage stellen, die Sie vielleicht auch ganz knackig beantworten können. Herr Brunner, Sie bezeichnen an einer Stelle nicht David Hasselhoff oder die Scorpions, sondern Techno und Hausmusik als den eigentlichen Sound der Einheit. Können Sie das etwas kurz erläutern und sagen, ob der Siegeszug dieser Musikrichtung auch etwas über den Stand der deutschen Einheit aussagt? Ich fasse mich möglichst kurz. Da könnte man natürlich auch einiges noch ausholen, dazu beitragen. Aber es gibt eine interessante Koinzidenz. Wir haben eine Zeit, 89, 90, wo sehr vieles im Umbruch ist. Und wir haben in dieser gleichen Zeit die Entwicklung einer Musikkultur, die sich wirklich zu einem Massenphänomen auswirkt. Das sind 1988 noch einige hundert, aber dann sind es dann schon bald Millionen, die in diesem Hotspot Berlin zusammentreffen und wo jedenfalls Beteiligte und Protagonisten dieser zunächst ja Subkultur beschreiben, dass irgendwelche Grenzen zwischen Ost und West im Zusammenhang mit dieser Musik wegfallen. Und das sind natürlich vorwiegend junge Leute, Jugendliche, das ist klar. Aber dass so diese Unterscheidung zwischen Ost und West im Erleben dieser Musik verschwindet. Dazu kommt, dass diese Kultur im Vergleich zu anderen Kulturen vollkommen unpolitisch ist. Also es werden keine Parolen verbreitet oder irgendwelche Messages verbreitet, außer man sagt, Friede, Freude, Eierkuchen ist auch eine Message. Aber wie gesagt, das ist sehr auffallend und das ist zumindest für eine Zeit lang ein offensichtlich sehr integrierendes kulturelles Element gewesen, vor allem in der jungen Generation. Dauerhaft für die Einheit dann noch stärker Einfluss ausübend war das wahrscheinlich nicht, aber für diese Zeit, wo auch die Hochphase der Technokultur da war, gilt das wohl schon. Also es ist schon der Sound der Einheit. Okay, das ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank Ihnen allen für diese sehr interessante Diskussion. Wessen Interesse geweckt wurde an dem Buch, kann das gerne in unserem Online-Shop bestellen. Ansonsten verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Tja. Tschüss.